Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und bevor wir starten, bin ich jetzt hier mal in den Einstellungen. Ich hatte ja immer gesagt, Blutmond alle 30 Tage. Und wir haben jetzt ja gerade Tag 7. Ich glaube 9 oder 10 Uhr morgens ist es noch. Und ich dachte, los, also ich biete euch was und ich gehe auf 7 Tage. Das heißt also, wäre heute Blutmondnacht, weil ich möchte euch nicht so lange warten lassen. Da soll ja auch mal ein bisschen was passieren und ich nehme auch in Kauf, dass ich vielleicht mal tatsächlich ins Gras beiß. Und dann habe ich gerade mal reingeguckt in die letzte Folge nochmal. Ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich die aufgenommen habe. Letzten Monat war das sogar. Und habe gesehen, oh, ich habe ja kaum Munition. Da habe ich gedacht, okay, hier, nee, heute auf sieben zu gehen, boah, das ist jetzt aber, nee. Also grausamer noch, als dass man irgendwie scheitert wäre, auf seiner kleinen Burg zu stehen, keine Munition mehr zu haben und zu sehen, wie die sie langsam durchnagen. Boah. Ja, ich sag mal, wir machen mal einen Kompromiss. Ich stelle das hier auf 10 Tage. Entschuldigung, ich habe unheimlich die Bronchien dicht, also ich hoffe, kommt nicht dauernd ein Hüsteken durch. 10 Tage ist doch schon mal ein Anfang, oder? Machen wir damit. Dann habe ich noch 3 Tage Zeit, mich ein bisschen vorzubereiten. Und ja, mache ich so, ne? Dann braucht ihr nicht ewig warten, bis endlich mal Blutmondnacht ist. Hat ja auch schon mal jemand geschrieben, oh, da ist wohl irgendwie was Neues reingekommen, das wird interessant. Und dann denke ich so, boah, alle 2 Tage eine Folge, was vielleicht sich auch wieder ändert, mal demnächst, wenn ich mein Projekt durch habe. Und ja, dauert es ewig lange, bis da mal endlich die erste Blutmondnacht ist. Und dazu kommt noch, womöglich bin ich bis dahin bei, was weiß ich, Spielstand 120 und dann knallt es dann auch richtig. Sollen wir mal gucken. Los, jetzt mach mal an, wir wollen loslegen hier. Nun, na, vielleicht schneide ich das ein bisschen raus, wenn mir das zu lange dauert hier. Das ist unterschiedlich. Manchmal geht das blitzschnell und manchmal muss man warten. Dumm, die dumm, die dumm. Na, ich schneide es raus. So. Also, jetzt sind wir drin. Hat doch einen Moment gedauert, das Laden. Also, Blutmond ist nicht heute. Ist erst am Tag 10. Dann kann ich ja die Quest, die ich da angenommen habe, noch machen. Aber ich muss gucken, dass ich dann Munition sammle und dass ich unten hier die Bude schon ein bisschen verbessere. Ne? Das ist also schon mal jetzt angesagt. Also wir müssen gucken, dass wir Cobblestone kriegen. Hier diese Pflastersteine. Was habe ich denn hier? Das kann ich haben. Ah ne, brauche ich für den, ne? Da muss ich ein paar von dabei haben. Das sieht okay aus. Da drüber Wasser. Wie sieht es aus mit Hunger und Durst? Ist im Rahmen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist echt eine Weile her. 29. oder 30. Ja, 29. habe ich das letzte Mal gespielt. So. Da wird das Stein eingeschmolzen. Dann haben wir da schon mal was drin. Eisen, Messing. Ist nichts von da. Das sind alle, die ich habe, glaube ich. Guck mal hier in die Kisten. Keine Munition, ne? Ja. Also da muss ich gucken, dass ich Munition kriege. Ist ja nicht mehr lang hin. Aber wir machen die Quest jetzt erstmal. Oder versuchen die zu machen. Habe ich was zu essen dabei? Ja, zu trinken? Da, das sollte reichen. Ach, den wollte ich weglegen. Den muss ich ja nicht mitnehmen, ne? So. Oh, das ist ja einiges. Alles klar. Oh, was habe ich mir da angetan? Aber wir haben ja noch 3 Tage. Ich wollte wirklich erst auf 7 gehen. Wenn ich da jetzt, was weiß ich, 450 Schuss gehabt hätte von den 762ern, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, komm, heute Blutmondnacht. Hätte ich mich wahrscheinlich, hätte ich die Quest nicht gemacht, sondern hier geguckt, dass ich das noch ein bisschen aufwerte hier unten. Und, tja. Was habe ich da gesehen in der letzten Folge? Da ist das Moped, ne? Da brauche ich eigentlich nicht aufsammeln. Das ist doch Quatsch. Da müssen wir hin, ne? Was war das eigentlich nochmal? Pharmacie oder sowas? Nur Vorräte holen? Ich bin richtig raus. Mal schauen wir mal. Hallo? Ist mir aufgefallen,
Hier sind ja auch anfangs so alle paar Meter ist man auf so einen Zombie gestolpert. Und jetzt habe ich da einiges weggebollert und jetzt ist das ausgestorben. Jetzt ist das seltener, dass hier Zombies auftauchen. Finde ich im Prinzip auch ganz gut so. Allerdings hält sich das für ewig, ne? Also wenn ich so ein Spiel entwickeln würde, oh je, Entschuldigung, dann würde ich das wahrscheinlich so machen. Ich sage, okay, wenn man ein Gebiet von Zombies bereinigt hat, dann hat man so, ja, eine Woche ruhig und dann kommen so peu à peu kommen die wieder. Ne, verirrt sich doch wieder der eine oder andere Kollege in die Gegend. Laufe ich so querfeldein. Nicht, dass ich hier noch irgendwelche anderen wachrufe. Das möchte ich eigentlich nicht. Ach, das ist ätzend. Ich habe die Bronchien zu sitzen. Oh Mann. Fühle mich nicht krank, aber das ist ganz doof. Eine trügerische Ruhe, ne? Ist ja schon leer, ne? Ja. Da steht der Mähdrescher. Finde ich total ulkig. So. Ist fast ein bisschen leise. Ich mache mir das mal ein bisschen lauter. Ja, ich habe den Kollegen gesehen da drüben. Ich habe auch da eingestellt, dass die Musik... Habt ihr vielleicht auch gesehen vorhin, dass die Musik jetzt nicht dauernd spielt, ab und zu. Weil manchmal stört mich das nämlich durchaus. Tümpel. Bams. Ja, mit Pfeil und Bogen kann man sich auch ganz gut helfen. Ich guck mal, wie ist die Game Stage eigentlich hier? 26, ja, da wäre so eine Blutmondnacht noch nicht so dramatisch. Da könnte ich da oben auf meinem Geländer stehen, an meiner Base und mit Pfeil und Bogen notfalls die abarbeiten. Ich hab doch... Hä? Der läuft auf dem Asphalt, der kann halt nicht sein. Der ist bestimmt hier drin, ne? Ach, da drüben, der Bo. Okay. Na, der hat mich nicht bemerkt. Der geht wieder weg. Aber hier der Kollege. Na, ist er doch schon einigermaßen ein Stück weit drin in der Stadt. Was? Hier? Vor allen Dingen brauche ich das Tierfett später zum Kochen. Das kann man nicht früh genug anfangen zu sammeln. So, da muss ich rein. Nee. Ist auf der anderen Seite der Eingang. Muss ich wieder gucken mit dieser Kiste, ne? Ich will wieder eine Kiste haben. Hm? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles zweimal machen soll. Das ist für euch da auch langweilig, ne? Den gleichen Quatsch dann nochmal. Aber die Autos werde ich natürlich auf jeden Fall... Eigentlich müsste ich die abbauen, ne? Die sind nämlich dann wieder da. Das ist das Gute daran. Und später braucht man nämlich hier diese mechanischen Teile und elektrischen Teile und eventuell Motor. Oh, Reparaturskits. Das ist doch schon mal toll. Also machen wir so ein Mischding. So ein paar Dinge räume ich schon mal weg. Und dann nehme ich die Quest an. Aber wie immer, erstmal werde ich hier... Ah ja, Poppenpilz. Hm? Werde ich hier so außenrum so ein bisschen aufräumen, dass die uns nicht dann auch noch in die Quere kommt. Komm her, Kollege. Bamsle. So. Okay. Weil ich habe nur so einen Einserknüppel, den werde ich jetzt erstmal reparieren hier. Das ist mir schon oft passiert. Ich stehe dann vor dem Zombie, will den hauen, der Knüppel reparieren. What? Ne, bei einem geht das noch, aber wenn es mehrere sind, ist das ganz schön übel. So, da vorne läuft ein... Kriecht ein Halbi, den hatte ich gerade schon gesehen. Die sind auch manchmal blöd, weil man schwer zu treffen und so nach unten hauen muss. Okay, erledigt. Ja, mit dem Mod da drin in dem Knüppel ist das aber schon... Doch. Ja. So.
Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt die Kiste platzieren. Und zwar hoffentlich diesmal in einem guten Abstand. Bedeutet, so weit weg, dass die nicht mit resettet wird. Aber ich in der Quest noch ran kann. Ich würde mal sagen, hier so mitten auf der Straße und hier an der Ecke sollte da eigentlich gut so klappen, ne? Da? So, dann machen wir mal das rein. Das ist alles nicht so dramatisch wertvoll. Und habe ich denn den Schraubenschlüssel? Den werde ich jetzt nämlich benutzen und werde jetzt die Autos hier abmontieren. Ich hoffe dann, ich denke mal, die sind dann wieder da, ne? Nachdem ich die angenommen habe. Kann ich noch zweimal? Ich brauche die Teile. Das machen wir jetzt vorher schon. Und eine Priorität ist, dadurch, dass ja in 3 Tagen Blutmacht ist, ich muss Munition sammeln. Na, da sind sie. 5 von den mechanischen Teilen schon. Das sind nicht genau die, wo ich scharf drauf bin. Aber die später auf jeden Fall brauchen. Oder wenn ich mal Fahrzeug bauen will oder so, ne? Ja, so ein bisschen hellhörig sein. Weil das macht ein bisschen Lärm hier. Auch diese Eismaschine da, diesen Eiskühlschrank da, den werde ich wohl auch abbauen. Da gibt es ein paar Schneebälle, ne? Die braucht man, wenn man später diese Smoothie-Drinks macht. Die sind nämlich ziemlich nahrhaft. Mal gucken, war kein Wachrütteln dabei. So. Bringe ich das schon mal rein? Ah, nee. Lieber nicht, sonst hatten ja alle weg. So, hatte ich da schon reingeguckt? Hier mal eben gucken. Da hatte ich wohl schon reingeguckt. Also das ist ja nichts Tolles, ne? Oh, hier sind auch noch Autos. Die werde ich auch noch mal abbauen. Die sind bestimmt auch dabei. Wenn die wegbleiben, dann weiß ich halt, dann sind sie halt weg. Oh, Kohle. Nun gut. Ah, ich sehe gerade was. Kriege ich denn von hier? Jawohl. Nicht so ein Krach, Mensch. Ja, dauert lange mit dem kleinen Schlüssel. Später, wenn wir mal so einen Akkuschrauber haben, geht das deutlich schneller. Ich hab doch was gehört. Ein Schon wieder. Hört ihr das? Wie gruselig. Da mache ich mir bald ins Höschen. Ich weiß auch gar nicht richtig, wo der herkommt. Kann das nicht orten. Aber ich habe auch schon gehört, dass andere gesagt haben, da müsste wohl noch so ein bisschen besser ausgearbeitet werden hier mit der Geräuschortung. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten. Oh, wenn man da drauf tritt, das hört sich so gruselig an. Jetzt ist es wieder weg. Was macht ihr da mit mir? So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt die Quest annehmen. Ich bin total überladen, ne? Ja, ziemlich. Aber trotzdem, bevor das jetzt wieder weg ist mit der Kiste. Ach, den wollte ich ja auch noch abbauen. Komm, dann haben wir das fertig. Boah, komm noch laufen. Sonst mache ich eine neue Kiste, wenn das... Wenn wir später mal Fahrzeuge haben, geht das natürlich auch ein bisschen besser. Hier schon wieder gehört?
Er ist das nicht, oder? Noch darf ich ja dahin. Hey, du hast eine ganz andere Stimmlage. So. Okay, ich nehme das Ding an, gehe zur Kiste und dann machen wir das. Aber so wie das aussieht, scheint das relativ schnell erledigt zu sein. Gut. So, mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Ach, jetzt habe ich die Autos... Ach ja, die stehen wieder. Also, ich denke so, hä? Die Autos sind nie abgebaut, das hat funktioniert. So, grün, 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 grün. Gelb, noch ein paar Schritte. Nicht so weit. Das ist hart. Echt hart an der Grenze. Aber es klappt noch. Und die Kiste ist auch noch da. Rein mit dem Zeug. So war das letzte Mal eigentlich auch gedacht. Ist nur leider blöd in die Buchs gegangen. Alles drin? So. Abbauen tun wir später. Jetzt machen wir erstmal unseren Job. Oder versuchen's. So, komm her. Ich darf nicht so weit weg. Ja, ja. Stirb endlich. So. Alles sehr ruhig hier. Ist auch ein bisschen wenig Musik manchmal, meine ich. Aber im Moment finde ich das eigentlich ganz gut. Na denn. Kohle. Immer total angespannt. Jetzt geht's los hier. Lass mich raus. Ach, der kommt daher. Haut der mir eine drauf, ey. Geht's denn noch? Ich hab doch noch Schritte gehört. Ach da. Ich kann... Oh, vom Dach, die kommen auch runter? Ah, das ist doch mit Sicherheit nicht so gedacht gewesen, oder? Ey, wie viele sind denn da? Leute... Aber ich muss Munition sparen. Gut, dass ich lange Arme habe. So komme ich noch an der Tastatur ran. Jetzt sagt meine Ausdauer... Ach, Durst habe ich. Okay. Einer nahm anderen. Hier, nicht vordrängeln. So, bleib liegen. Junge, Junge, da sind die vom Dach auch schon runtergekommen. Das war doch bestimmt eigentlich gar nicht so geplant, ne? Wo? Hört ihr die Schritte? Ich würde mal sagen, ich hätte die von da geortet. Naja, das ist wohl. Du schon wieder? So. Alles klar. Das riecht nach einer ziemlich einfachen Aufgabe. Wir haben die wahrscheinlich schon so ziemlich alle wachgerüttelt, glaube ich, hier. Okay. Der Flieger. Ach, Bücher. Okay, verkaufen wir. Hier dürfte es ja dann auch einiges an Medikamenten und so was geben. Klarer Fall. Scheiße. Ei. Gut, dass hier kein Keller ist. Ach, das noch. Man hat ein Essen. So, am besten noch ein, weil die haben wir noch nicht so viel. Ei. Ja, jetzt war ich aber ein bisschen gefasster darauf. Ich hatte das noch so gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Das sind die Dinger, ne? Die da so wegknacksen. Das sieht auch verdächtig aus da. Den hat man vorhin schon weggemacht, der hier rumgestanden hat. Oh! Bisschen was unterwegs draußen. Ja. Ich da eigentlich gut drauf? Ja, ist gut. Notfalls, ne?
alles durchsuchen hier, nichts liegen lassen. Ah, Mann! Ich kriege jedes Mal bald eine Herzattacke dabei. So, haben wir hier alles? Ich bin ein bisschen kreuz und quer gegangen. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut gewesen. Die Bücher haben wir. Hier haben wir alles. Oh, da hat einer eilig. Da kommt einer schon angelaufen. Wo bist du? Bist du hier irgendwo? Oder schon da drin? Ah, ich würde sagen, ich höre das links. Da! Du hast auch einen Frosch im Hals, ne? Geht hier ähnlich viel mehr. Ja, komm mal raus hier. Komm. Und bäm. Huch. Noch ein. Wupp. Ah, die sind ein bisschen hartnäckiger. Die haben so einen blöden Schutzhelm auf. Ja, ich weiß, andere lachen sich kaputt. Ich gucke ja auch schon mal so andere Let's Player, die, oh ja, wollen wir mal Quests machen, jetzt erstmal ganz schnell die ersten 1er, 2er und 3er Quests wegmachen, damit die Ernsten kommen. Ja, toll. Und ich hier mache mir bald in die Buchse bei so einem kleinen Scheiß. Wer ist denn jetzt so laut hier? Das seid doch ihr, ne? Hat der mir schon wieder eine gehauen? So, dafür wirst du in den Boden gestampft. Oh, dich habe ich erst gar nicht gesehen. Das sind doch ein paar. Jetzt machen wir das Ding aber auf hier. Habe ich keine bessere Axt bis jetzt noch immer nicht? Oh je. Das muss ich aber auch mal ändern. Ja. Ach hey, ach, da kommt sie schon. Ah, ich habe nur das Ding in der Hand hier. Komm. Wupp. So, das ist so ein Ding, da muss man mit der Feuerwehraxt kaputt hauen. Dann hat man Chance auf Säure. Habe ich gelernt. Aber das muss mit der Feuerwehraxt gemacht werden. Die habe ich noch nicht. Deswegen macht das noch keinen Sinn. Ist aber eine Menge Zeug hier drin, muss ich sagen, der kleinen Bude. Wen gehört? Da ist doch wieder einer wach geworden. Ja? Ja, ja. Puh. Ich gehe mal zur Kiste, wa? Ah. Oh. Aber ich werde erstmal gucken, dass ich hier vielleicht mal. Ja, die ist da hinten drin. Dass ich erstmal diese Quest hier erledige. Richtung? Hä? 4 Meter in die Richtung? Da ist dann noch was? Moment mal, ich guck mal eben auf die Map. Wie ist eigentlich der Flieger runtergekommen? Hm. Loot Drop. Dass ich das nicht vergesse, dass wir da noch hingehen, das holen. So, hier, 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 hier. Ah. Okay, dann liegt die bestimmt da drauf. Na dann. Killerinstinkt. Schaden für Kill um 5%. Ja. Genau. So, Quest erledigt, können wir ganz bequem zur Kiste gehen. Das mache ich auch, bevor ich darauf gehe. Sonst muss ich ja nochmal da hoch, wenn da noch allerhand liegen sollte. Na, ich habe doch wen gehört. Auf der linken Seite kann ich das jetzt doch ein bisschen orten, ne? Ach, die beiden sind das wohl gewesen. So, jetzt darf ich ja ruhig dahin. Ja. Du willst also noch was auf den Kopf.
Gut. Das haben sie noch nicht gefixt, ne, dass man die so in den Boden haut. Oh, da ist eine Mutti da hinten. So, mal eben aufs Dach gehen, dann haben wir das hier erledigt. So. Ja, vielleicht sind die gerade alle schon runtergekommen. Oh ne, da ist noch wer. Meine ich, dass da noch so ein Köter ist? Oh, passt doch, genau. Jetzt habe ich auch. Treffer! Ne, 8 Schuss. Was ist das eigentlich hier für ein Ding? Gewehrlaufmod. Aha. Sand. Sonst noch irgendwas hier? Und den hatten wir gerade. Das war's, ne? Sind wir fertig. Ab zum Händler, ne? Aber ich wollte noch. Die Autos baue ich nicht ab. Nicht die Lootbaren zumindest. Aber ich gucke da nochmal rein. Das hat sich ja resettet. Wo ist die Klappe? Da. So. Habe ich da schon reingeguckt? Nö. Hier ist auch noch einer. Schön, dass die Autos wieder da sind. Also das sollte man schon machen, weil die abgebaut sind, sie verschwunden. Und wenn man da so eine Quest hat und da Autos stehen, dann sollte man die Gelegenheit nutzen, die quasi kostenlos abzubauen, wie ich finde. Oh ja, Munitionsbestandteile sind auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den ganzen Krempel mitkriege, sonst muss ich zweimal laufen. Aber das mache ich dann echt zwischen den Folgen. Nur hierher laufen, den Rest aus der Kiste holen und wieder nach Hause gehen, das wollt ihr nicht gucken, oder? Es sei denn, passiert irgendwas Außergewöhnliches. Komm, Motor. Kann man auch nicht früh genug sammeln. Braucht man nämlich später. Ach, jetzt wird das Wetter wieder oll. Ich hasse das, wenn das Wetter so dunkel wird. Echt. Finde ich total kacke. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die jetzt noch entsorgen hier. So, jetzt kriegst du richtig ein. Ausdauer ist gut. Komm, Ausdauer, mach dich schön voll. Und dann kriegt er eine Breitseite. Aber der ist ein bisschen hart im Nehmen, der Fetzer. Zeit, dass ich Fahrzeuge kriege. Aber das wird wohl noch dauern. Kriege ich das mit? Nee. Machen wir den alle, sonst macht er mich nervös hier. Ich muss mal gucken. Ach, jetzt bin ich natürlich rappelvoll. Kann mich kaum noch rühren. So. Das kann erstmal hier bleiben. Das und das auch. Dafür möchte ich aber das und das mitnehmen. Und das. Ja. Auch das Geld auch. Dafür lassen wir die Federn hier. Nehmen wir das Geld für mit. Das ist einer. Dann nehme ich über das für mit. Blei brauche ich auch. Lasse ich die Knochen für hier. Das muss ich verkaufen. Das ist nur 12. Blei. Das schredder ich. Jo. Wo?
Habt ihr doch auch gehört, Schritte im Gras, ne? Bin doch nicht blöd. So. Da muss ich merken, wo das ist hier, ne? Die Kiste. Soll ich die markieren? Ne, ach was. Finde ich das auch so wieder? Ich markiere die lieber mal. Oder? Ach was, das finde ich so wieder. Das sind... Das ist jetzt südöstlich, 400 Meter, also nordwestlich, ne? Oh, ich kann kaum... Habe ich so eine Spritze? Nee, aber das wird dauern. Ich glaube, ich schneide uns zum Händler. Es sei denn, es passiert irgendwas. So, angekommen. Ja, das war ein ganz ruhiger Weg. Auch völlig ohne Musik. Ich glaube, ich stehe ja doch mal ein bisschen hoch. Tja. Schauen wir mal. Jetzt muss ich aber einen Platz frei machen. Was kann weg? Ein Fell? Ja, vielleicht kann ich das nochmal wieder... Oder Leder. Kann ich das nochmal wieder aufheben, ne? Speak quickly. Nee, ich spreche nicht schnell. Warum? Surprise, surprise. Nadel und Faden, ja. Die benutze ich eigentlich selten. Soll ich das Here nehmen? You go. Ich kann mich nicht entscheiden. Was macht das denn? Trotz der Hitze und lerne Shorts, Muskelshirt, T-Shirts und Hüte zu fertigen. Ja. Ja, komm, mach ich das. Was haben wir denn? 330 Taler und 2500 Punkte. So. Dann hebe ich das wieder auf, wenn er noch da ist. Habe ich den Platz gehabt? Ja, klar, ich habe ja das Buch auch gleich. Nee, habe ich nicht gelesen. Lese ich jetzt. Hatte ich wohl noch Platz, oder wie? Ach, weiß der Gott. Das kann ich ja auch verticken hier. Ich wollte schon sagen, hä? Wie? Wo? Da. Kaufen. Was habe ich noch zum Verkaufen? Wüsste ich jetzt eigentlich kaum was. Da gibt es nichts für, ne? Diese Zweier müsste ich mal vergleichen. 42er Blockschaden und der macht 49er. Ja. Ach so, hier. So. Die benutze ich eigentlich auch nie. Das bringe ich jetzt nach Hause und gehe dann zur Kiste und hol den Rest. Und dann gehe ich wohl wieder hierher, wenn ich was zu verkaufen oder nach Hause. Well, it's about time you bought something. Ja, ja, ja. So. Ja gut. Also, dann hole ich jetzt den Rest da weg. Ich gehe nach Hause, lade aus, gehe wieder zur Kiste, hol den Rest weg, dann ist der Tag auch um. Und ja, dann hole ich euch wieder dazu. Ich denke mal, das wird morgen früh sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da. Auch die Kommentare immer gern gesehen. Und dann geht's ja für euch übermorgen weiter. Aber wie gesagt, je nachdem, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen, Wochen, werde ich das auch vielleicht wieder auf täglich machen. Aber ihr könnt mir auch schreiben, interessiert mich immer sehr, was ihr präferieren würdet. Tägliche Folgen oder jeden zweiten Tag? Wie wäre euch das lieber? Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.